Das Sprechen der Opfer, das öffentliche Sprechen der Opfer, hat Sprachlosigkeit überwunden und Sprache gegeben. Das ist meine Alltagserfahrung. Jugendliche können heute das Wort sexueller Missbrauch aussprechen und es damit benennen. Und das ist ein erheblicher Schutzfaktor, der durch die letzten 4 Jahre durch das Sprechen der Opfer gewonnen worden ist. Deswegen gehört auch Prävention von sexualisierter Gewalt meines Erachtens in ein Gesamtkonzept von Gewaltprävention, besser noch in ein Curriculum des sozialen Lernens. Einbindung unabhängiger Stellen im Beschwerdemanagement ist deswegen notwendig, weil die zuständigen Verantwortlichen in der Personalverantwortung, wenn sie mit einem Vorwurf oder einem Verdacht konfrontiert sind, ja selbst oft überfordert sind. Aufgrund der hochkomplexen Loyalitätsfragen, in denen sie selbst stehen. Und dazu gehört eben auch, das sollte hier nicht unerwähnt bleiben, Prävention geht nicht ohne personelle und finanzielle Investitionen. Und im Fall der katholischen Kirche sind eben auch unter Präventionsrücksicht einige gesamtkirchliche Themen mit betroffen. Die Sprachlosigkeit bzw. die mangelnde Sprachfähigkeit in der Kirche zu den Themen, die zu behandeln sind, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Selbstgefährdungsprobleme im Falle von offenem Sprechen in kirchlichen Arbeitsverhältnissen, im Klerus, auch in Familien. Der Schuld- und Schamdruck im Zusammenhang mit Themen der Sexualmoral bzw. der Sexualpädagogik, der ja schon die Opfer selbst ins Schweigen hineindrückt, sodass sie nicht sprechen können. Und die Männerbündigkeit des Klerus. Hier sind einige strukturelle Fragen anzusprechen, die mit Prävention zu tun haben. Und ich möchte sie auch unter dieser Rücksicht ansprechen. Letzter Punkt, Prävention in der katholischen Kirche ist eine spirituelle Aufgabe. Es geht um die Unterscheidung der Geister. Es geht um ein Einüben von Hören, Stärkung der Sensibilität für die Stimmen der Opfer kirchlichen Machtmissbrauchs in der Kirche, da die Opfer oder die Stimme der Opfer, klassisch ausgedrückt, ja eigentlich auch die Stimme der Armen ist, wenn ich den Begriff der Armen verstehe als diejenigen, die innerhalb eines Systems ausgegrenzt werden, durch Gewalt oder durch das Verbot, die Gewalt, die sie erfahren haben, auszusprechen. Die Stimme der Armen ist aber ein Locus theologicus klassischer Art. Und deswegen begegnet uns in der Stimme der Opfer natürlich auch Christus. So verstehe ich auch den Papst, und deswegen halte ich diese spirituelle Dimension am Ende für die katholische Kirche auf eine spezifische Weise noch einmal für die entscheidende Dimension der Prävention. Herzlichen Dank.